Yo, ich bin Pete, das ist mein Bus. Es regnet ein bisschen und ich denke, es ist der perfekte Zeitpunkt, an der Inneneinrichtung zu arbeiten. Gerade gibt es hier nur meine Bettkonstruktion. Jetzt möchte ich das so konstruieren, dass ich einmal einen Tisch nach außen ziehen kann, den Tisch hier installieren kann, dass man hier zu sechs drin sitzen kann. So, in der Decke habe ich einmal hier ein Loch. Und wenn man diese Leiste oben in der Deckenmitte da rausschiebt, die kann man einfach rausschieben, dann habe ich auch hier noch die Möglichkeit, was einzuhängen. Und als Haken nehme ich die da. Ich werde das einfach abschneiden. Das tut ein bisschen weh, aber ich habe ungefähr noch 10 weitere davon. Ich habe sie noch nie genutzt. Ich kriege mal so einen Scheiß ab. Die Stichsäge ist machtlos. Es hat auf jeden Fall geknackt. Gut, danke Bolzenschneider. Gut, jetzt möchte ich den Haken damit verbinden. Normalerweise könnte man das jetzt vermutlich nähen, aber ich habe jetzt nicht so einen mächtigen Faden und ich würde dem Ganzen, glaube ich, auch nicht vertrauen. Deswegen schraube ich es. Lochzange. Loch 1. Loch 2. Normalerweise empfiehlt es sich, das dann mit einem Feuerzeug oder Streichhölzchen oder sowas kurz anzubrennen, damit das Plastik miteinander verschmilzt und es nicht weiter ausfranst. Ich habe aber kein Feuerzeug und auch keinen Streichhölzer gefunden. Deswegen habe ich mal den Lötkolben angeschmissen, der sollte das auch machen. Der Lötkolben ist noch nicht heiß genug. Nope, ist er nicht. Solange der Lötkolben vorglüht, schneide ich mal hier den anderen ab. Ich habe dafür mal eine Schere geholt. Oh, ein vorzügliches Beispiel dafür, dass manchmal doch das richtige Werkzeug hilfreich sein kann. Es macht sich auf jeden Fall bemerkbar, dass das nicht sein Haupteinsatzgebiet ist. Da habe ich jetzt hier noch so eine Deluxe-Sammlung an Unterlegscheiben. Unterlegscheibe, Schraube, noch eine Mutter. Wieder einmal habe ich etwas geschaffen, was den Begriff Optimum nicht verdient, aber vermutlich ausreichend funktionieren wird, als dass ich das nie wieder ändern werde. Dann mache ich mal direkt auch den zweiten davon und dann gucke ich erstmal, wie das läuft. Ab in den Bus damit. Wand 1, Uhr 2. Wand hier unten drunter durchführen. Und damit kann ich den Tisch hochziehen. Gut, der Tisch hängt zwar soweit, aber die Betonung liegt auf Hängen. Gut, jetzt läuft's. So, und auf der anderen Seite ist das Konzept ähnlich, nur dass ich hier eine Schraube reinklatsche. Der Tisch ist gleich fertig, ihr könnt zum Saufen runterkommen. Haben wir noch Bier? Aber der Verschleiß an Bier ist zu hoch. Der Verschleiß an der Karosserie damit auch. So, hier hinten wackelt es kaum noch in die Richtung. Aber man sieht sogar schon von hier, dass es vorne relativ stark wackelt. Ein Dreieck ist ja eine an sich stabile Form. Das heißt, hier ist einfach sauber ein Dreieck gespannt. Hier vorne sind allerdings noch diese 10 cm, die nicht zum Dreieck gehören. Und die machen, dass das Ganze richtig wackelt. Das heißt, wenn ich möchte, dass das stabil wird, muss ich es hier fixieren. Um diese Schraube hier reinjagen zu können, werde ich da erstmal ein Holzstück dahinter machen. Ich habe da mal einen schwarzen Strich mittig gemacht, damit ich sehen kann, wann das hier gut ankommt. Und dann werde ich jetzt gleich noch probieren, wie es ist, wenn ich dieses Teil direkt festmache und zwar ohne Zugurt und nur von oben ziehen brauche. So, dann kann es auch direkt wieder rein. Das ist auf der anderen Seite jetzt auch nochmal so gelöst. Das gleiche Problem mit dem Wackeln habe ich ja hier oben auch. Jetzt werde ich einmal versuchen, was passiert, wenn ich diesen Haken ein bisschen zurecht flexen werde. Den habe ich ja gerade eh übrig. Beim Tisch wird mir vermutlich auch noch die ein oder andere Optimierungsvariante einfallen, aber erstmal passt es so.
sind jetzt alle gut. Ein bisschen auf jeden Fall. Weiter geht's mit dem Außentisch. Ich habe gerade diese zwei Metallstangen im Keller noch rumfliegen sehen. Sie sind leicht und lang genug und haben sich damit für den Einsatz qualifiziert. Nochmal schnell begradigen. Funktioniert. Es ballert! Es ist unsymmetrisch geworden. Ich glaube, ich kriege damit schneller ein Feuer entzündet, als dieses Holz durchgebohrt. Ja, ein sehr mächtiger Bohrer. Ja, ja, ich glaube, ich kriege den schneller durchgehämmert als in der Bohrt. Nee, ich habe nur eine Mulde reingemacht, damit es mir der Bohrer gleich nicht abhaut, wenn ich da jetzt versuche durch. Oh, was für eine Standbohrmaschine. Klar, ich habe gerade meine morgendliche Aufräumsession gemacht. Wobei es vielleicht auch Ausgrabungen besser beschreibt. Ach, Holzbohrer funktionieren in Holz doch irgendwie auch mal besser als Metallbohrer. Ich möchte ja diese dicken Eumels hier durchbraten. Die sind allerdings nie zu kurz. Das heißt, ich werde auf meinen Spezialtrick zurückgreifen müssen. Bei den Muttern verwende ich übrigens eine mit so einem Gummiteil drin. Das heißt, auch wenn das am Ende nicht richtig festgezogen ist, dreht sich die Schraube da nicht mehr mit. Ich bin schon wieder an einem Punkt, wo der Bohrer, der die richtige Stärke hätte, einfach so kackenstumpf ist, dass der hier überhaupt nicht reinkommt. Deswegen bohre ich einfach mit einem dünneren vor, der ein bisschen schärfer ist, und baller danach den dicken einfach nochmal hinterher, dann geht das auf jeden Fall. Die hier durchstopfen. Und dann hier einfach draufschrauben. Da ich jetzt die Mutter hier so brachial reingepanzert wurde, hält die jetzt auch, um das festzuschrauben. Funktioniert aber nur mit Multiplex-Platten, weil der ganze Vita-Kram zu weich ist. Der zweite davon ist jetzt auch fertig. Die Löcher sind natürlich jetzt üppig groß, aber ich hatte halt leider auch einfach nichts Dünneres. Also normalerweise gibt es auch anständige Bohrer hier unten, die sind nur gerade alle woanders. Als Topping für den Fuß, quasi als kleines Sahnehäubchen, habe ich jetzt hier noch ein Fahrradschlauchstückchen rausgeschnitten und das kommt hier so drüber. Und dann hat das hoffentlich auf dem Boden ein bisschen mehr Grip, wenn der unten drauf steht. Und das sieht halt ein bisschen schäbig aus und damit sieht es dann halt gewollt schäbig aus. Plus tard, dans la soirée, la bar devait fermer. Est-ce qu'on allait continuer à discuter ou se quitter à t'en vouloir tout expliquer sans se l'avouer. On se mentait, on s'est perdu à se chercher. Ja, es ist so ein bisschen wie mit dem anderen Tisch. Es funktioniert irgendwie, aber da ist auch noch Luft nach oben. Ich habe das Brett für die Optimierung mal runtergeholt. Was ganz dringend gemacht werden muss, ist den so installieren, dass er nicht die ganze Zeit hin und her schlackert. Da werde ich mal wieder mein Lieblingsmaterial Fahrradschlauch verwenden. So, mit hochziehen, upsi, mit extra Grip. Und damit der Tisch hinten fest ist und ich ihn auch komplett ausfahren kann, werde ich hier jetzt auch noch so Klötze befestigen. Zum Glück habe ich noch diese zweite Stange davon. Jetzt kann ich die hier einfach anlegen und festschrauben und muss da nicht jedes Mal präzise messen oder im Auto rumkriechen.
So sieht jetzt die gesamte Platte von unten aus und jetzt geht's wieder ab in den Bus. Es ist solide. Jedes Mal, wenn ich das Brett hochnehme, kracht es hier dahinter, weil die Auflagefläche zu kurz ist. Das werde ich jetzt beheben. Gut, dann wäre das Problem behoben. Und als nächstes brauche ich noch was, was das Brett oben hält, damit ich hier friedlich was suchen kann, ohne dass ich von diesem Teil erschlagen werde. Dehors, minuit sonnait, l'espoir de se trouver, nos invités à se serrer, vider nos sacs, recommencer. On s'est perdu à se chercher, perdu à se chercher, si loin dans nos pensées. On s'est perdu à se chercher. Das sind die beiden Tischmöglichkeiten, die ich jetzt erstmal in meinem Bus habe. Das passt mir erstmal so. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne irgendwo einen Daumen hoch, abonniert den Kram und ansonsten gönnt euch heftig.